Ein Olympiasieger zu Gast im Golfclub Linz-Luftenberg. Der Grazer Florian Bittmann hat bei den Special Olympics World Games in Berlin gemeinsam mit seinem Vater Johannes Gold im Golf geholt. Hier sind die beiden beim ersten inklusiven Turnier in Oberösterreich am Start. Der Riesenvorteil von Florian ist, dass er, so wie wenig andere Golfer, einen schlechten Schlag einfach wegsteckt und sagt, macht nichts, der nächste wird besser. In jedem Flight spielen ein Special-Golfer mit intellektuellem Handicap, ein Paragolfer mit körperlichem Handicap und ein Golfer mit numerischem Handicap. Wobei das hier ja überhaupt keine Rolle spielt. Und das gibt es bei keiner Sportart außer bei Golf. Wenn ich beim Tennis zum Beispiel jemanden, der schlechter ist, mit jemandem spielen, als der profimäßig spielt, ist es kaum möglich, also dass die halt auf Augenhöhe spielen. Beim Golf ist es möglich. Jeder hat seine Platzvorgabe, seine Handicap-Vorgabe und damit kann ich in allen Spielstärken und auch entsprechend, also alle unterschiedlichen Behinderungen integrieren in ein gemeinsames Spiel oder in ein gemeinsames Turnier. Inklusives Golf ist jung. Für Special Olympics ist es österreichweit das dritte inklusive Golfturnier. In anderen Bundesländern ist die Inklusion im Golfsport weiter, zum Beispiel in Vorarlberg. Unsere Athleten, die dürfen bei Turnieren teilnehmen, also ganz normal, also keine extra Regeln oder was. Die spielen bei Clubmeisterschaften mit, also die sind voll integriert. Die oberösterreichische Golfwelt kennt das nicht, noch nicht, meint der Clubpräsident. Da gibt es noch sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Das in erster Linie vom Dachverband, dem österreichischen Golfverband, aber auch vom oberösterreichischen Golfverband ausgehen muss. Wir als oberösterreichischer Golfverband haben uns das seit heuer auf unserer Agenda geschrieben. Und in der ASKÖ einen Partner gefunden. Kein Wunder, ist doch der ASKÖ-Präsident gleichzeitig auch der von Special Olympics. Uns in der ASKÖ ist wichtig, dass wir von Inklusion nicht nur reden, sondern auch was tun. Und Inklusion heißt ja gemeinsam etwas tun, nicht extra, sondern gemeinsam. Und das wollen wir heute einmal in dem wunderbaren GC Linz-Luftenberg bei herrlichem Wetter ausprobieren. Wo manch Golfer wohl zur Erkenntnis kam, beim Golfen ist es eigentlich egal, welches Handicap man hat.